Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von Final Fantasy. Ihr habt das schon länger mal vorgehabt zu machen. Ich bin bisher nicht dazu gekommen. Vor allen Dingen, nachdem ich in der letzten Zeit ja etwas mehr Stress hatte und sogar pausieren musste. Aber jetzt wollte ich halt mit meinem Final Fantasy Let's Play anfangen. Wir fangen natürlich mit dem ersten Teil an, weil ich so eine Art Marathon auch vorhabe. Das heißt, ich würde dann auch natürlich nachfolgend die nächsten Teile als Haupt-Let's Play spielen. Und wir starten einfach mal direkt durch. Habe ich jetzt den falschen Knopf gedrückt? Ja, na klar. So, jetzt. Wir beginnen ein neues Spiel. Und zwar, ist das eigentlich schon so unser Team? Ich bin natürlich der Held. Beziehungsweise der Krieger. Passt gerade so. Ich benenne jetzt die anderen nach ein paar Kumpels von mir. Mein Dieb hat übrigens auch das Artwork dazu gestiftet. Ihr dürft ihn gern bejubeln. Da nehme ich... Wer passt denn am besten in diese Rolle? Ja, die wird sich freuen. Diana. So, der Schwarzmerk kommt jetzt definitiv nur noch eher in Frage. Zode. Er muss einfach mit dabei sein. Er hat gar keine Wahl. Jo, das wäre schon unser Team. Lass uns mal loslegen. Ja, gehen wir auf Reise. Die Welt ist von Finsternis umhüllt. Die Winde erstarben. Die Meere toben. Die Erde ist faul und verdorben. Doch aus einer Prophezeiung schöpft man Hoffnung. Schöpfte man Hoffnung. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Ich will den blauen Kristall. Ich habe nichts gesagt. Nochmal kurz vorneweg, warum ich mich doch nicht für die Final Fantasy Origins Version entschieden habe. Die gefällt mir an sich besser, weil eben die Grafiken besser sind, vor allen Dingen von den Zaubern. Aber das Spiel hier ist auf Deutsch und ich kann zwar das Englische locker übersetzen, aber jedoch habe ich die Befürchtung, dass das insgesamt dann das Ganze hinauszögern würde und dann ist das Let's Play noch in 3 Jahren wahrscheinlich nicht fertig. Seine Majestät ist verzweifelt auf der Suche nach den legendären Kämpfern des Lichtes. Haltet ein! Sind das etwa die Kristalle, die in euren Händen leuchten? Ich muss unbedingt die Textgeschwindigkeit erhöhen. La, la, la. Je kleiner die Zahl, desto schneller der Textlauf. Dann ändern wir nochmal schnell die Fensterfarbe ab. Ich mag es gerne etwas dunkler. Die Monsterfibel lasse ich erstmal laufen. Mal auf an. So, jetzt können wir loslegen. Ah, schon besser. Seine Majestät, das hatten wir schon. Ja, ich gehe ja schon. Seine Majestät ist immer noch dasselbe.
Reisende, ist es wahr, dass ihr die Kristalle euer eigen nennt? Bling! Ich hab's sogar wirklich geblaut. Haha! Die Prophezeiung Lukans. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Majestät, ich würde nichts überstürzen. Wir haben keine Gewissheit, ob es sich tatsächlich um die vier Kämpfer aus der Prophezeiung handelt. Ja, wir haben den Tand nämlich vom Flohmarkt gekauft. So schaut's aus. Doch wie kann ich diesen Wink des Schicksals ignorieren? Just in diesem Augenblick stehen vier Kämpfer vor meinen Augen. Ihre Kristalle sind mir Beweis genug. Kämpfer des Lichtes, ich flehe euch an. Meine Tochter, Prinzessin Sela, ist entführt worden. Garland, einst Ordensritter unseres Königreiches, entführte ihre Majestät und streckt seine gierigen Hände nach dem Thron aus. Er hält sich im nördlichen Chaos-Tempel versteckt. Unsere Bemühungen, Prinzessin Sela zu befreien, scheiterten kläglich. Keiner unserer Ritter kann sich mit Garland messen. Mir kam zu Ohren, dass euch eure Reise in den Norden führt. Die Brücke zum nördlichen Kontinent ist seit langem eingefallen. Sollte es euch gelingen, Sela zurückzubringen, werde ich den Bau einer neuen Brücke anordnen. Mögen euch eure Kristalle schützen. Yay! Adventure Time! So. Mir wird aber am Anfang nichts anderes übrig bleiben, als hier und da ein bisschen zu trainieren. Garland war einst der stärkste Ritter unseres Königreiches, doch regierte nach Macht und verlor sich selbst aus den Augen. Weil der Chaos-Tempel sonst mit Garland ein bisschen schwer sein könnte. Der König ist in tiefer Trauer. Bitte rettet die Prinzessin! Oder hätte ich jetzt eben eine Männerstimme benutzen müssen? Ich weiß es nicht. Ich flehe euch an! Bringt mir meine Tochter wieder! Bitte rettet Prinzessin Sela! Hätte ja jetzt nur noch ein N am Ende vom Namen gefehlt und wir hätten uns bei Lufia wiedergefunden. Hallo, kleine Bratze! Ich will meine Schwester wieder haben! Nein. La, 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 la. Normalerweise bringt es einem eigentlich soweit nichts, jetzt schon hier rumzulaufen, aber ich will ja euch auch ein bisschen was vom Spiel zeigen. Damit ihr mitdenken könnt, ihr versteht. Man kann hier außen rum, dann geht man hier rein. Unsere weisen Vorfahren versteckten vor 400 Jahren kostbare Gegenstände in diesen Schatzkammern und versiegelten ihre Türen. Es sollen die Elfen gewesen sein, die sich des Schlüssels annahmen. Ja, das Dumme ist, wir kommen noch an keine Truhen ran. Dabei wäre das ziemlich geil, da sind glaube ich ein paar gute Sachen drin. So. Stadt Cornelia. Was tun wir als erstes bei einem neuen Abenteuer? Erstmal Waffen kaufen. So, Nunchaku, Messer, Stab, Rapier. Zwei Stück. Man sieht, diese Preise sind wirklich nicht wirklich utopisch. Das ist sogar ein bisschen lachhaft fast. Aber das wird noch irgendwann anhalten. Allerdings, so wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich nie damit Probleme haben. Achso, hier muss man natürlich auch drauf achten. Man sieht, von der Trefferwahrscheinlichkeit ist ein Messer natürlich besser, weil 35% sind jetzt nicht gerade viel, vor allem nicht die 23%. Allerdings richtet sich das nur rein nach der Ausrüstung. Die persönlichen Werte kommen natürlich auch noch mit dazu. Wenn ich nämlich wirklich nur 23% Trefferchance hätte, würde ich wohl gar nichts mehr gebacken kriegen. So, bei ihm ist es aber tatsächlich wurscht. Ich kann ihm eigentlich das Messer lassen. Den Stab behalte ich mal trotzdem vorsichtshalber. So, dann holen wir Ausrüstung, Reisekluft, Lederharnisch, ein Kettenhemd bitte und ein Lederharnisch bitte. Vielen Dank. Das einzige Problem, was ich bei diesem Final Fantasy immer hatte und haben werde, ist, dass man hier ewig warten muss, bis man vernünftige Ausrüstung für die Magier bekommt. Und selbst wenn man dann Ausrüstung bekommt, muss sie nicht unbedingt super sein. Achso, ich wollte ja mal schauen, ob ich formationsmäßig die nach hinten stellen kann, aber ich glaube, das ging in diesem Teil noch gar nicht. Nee. Sowas war da noch nicht möglich. Genau, das einzigste Teure hier sind, glaube ich, mehr oder weniger teuer, die Zauber. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Angriffszauber plus senkt Ausweichfähigkeit, wird in den Schlaf geschickt.
nehme mir mal ausnahmsweise Fokus. Ich bin sonst immer auf Schlaf gegangen, aber nachdem ich Schlafzauber oder sowas in der Richtung nie benutze, ist das ein bisschen sinnlos. So, Protis und Dialux, Flächenangriff gegen Untote. Das brauche ich auf jeden Fall, weil im Chaos-Tempel lauern auch relativ viele Untote und das ist etwas unschön. So, dann zeige ich euch mal jetzt das Kampfsystem. Also von der Grafik her, von sonst vom Spiel, hat sich nicht so viel geändert, weil da ist es, also ich meine jetzt gegenüber der Origins-Version, da hat sich nicht wirklich viel getan. Das sind nur die Zaubereffekte, die ich euch natürlich auch dann noch zeigen kann. Oh, zwei Hit jetzt schon. Mein Hit ist natürlich wieder der Beste. Wow, erstaunlich stark. Was ich jedem Anfänger zu diesem Spiel empfehlen kann, ist auf jeden Fall mit einem Mönch zu starten. Ein Mönch hat nämlich einen ganz kleinen Vorteil. Ab, ich glaube, Level 10 oder 12 braucht man dem keine Waffe mehr ausrüsten. Das war dieser Nunchaku, den ich eben im Laden hatte. Weil dann der waffenlose Kampf stärker wird als alles andere. Und ich meine wirklich als alles andere. Spätestens ab Level, welcher Level war es ungefähr? 25? Wow, hier jetzt schon Teufelsboss? Da muss ich aufpassen. Oder auch nicht. Okay. Da wird er nämlich so derbe stark. Stärke ist schon mal gut. Stärke, Agilität ist auch super. Das war ein geiler Level ab. Intelligenz, super. Stärke, Intelligenz. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich habe tatsächlich schon wieder den Faden verloren. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ah, stimmt, beim Mönch war ich stehen geblieben. Der wird nämlich der stärkste Charakter, da kann selbst der Krieger nicht mithalten. Einziges Problem ist natürlich, der kann auch nicht alles mögliche an Ausrüstung tragen, also die besten Rüstungen und sowas findet man natürlich für einen Krieger. Also für jemand, der es ganz, ganz einfach haben möchte, den könnte ich zum Beispiel die Kombi empfehlen. Krieger, Mönch, Mönch und Weißmagier. Weil ein Mönch macht es nämlich locker wett, wenn man keinen Schwarzmagier drin hat. Obwohl es dann insgesamt, finde ich, ein bisschen langweilig wird. Weil die Zauber sind natürlich ein Muss. Jeder, der Final Fantasy spielt, der muss irgendeinen Magier mit im Team gehabt haben. Und wenn es auch nicht immer im Endteam war. Kämpf! Übrigens mache ich es später wahrscheinlich so, wenn ich während des Kämpfens nicht mehr so viel zu erzählen habe, wie jetzt zu Beginn vom Spiel, dass ich die Kämpfe ein bisschen beschleunige. Das ist der Vorteil, dass ich es über Emulator spiele, dann kann ich nämlich zwischenzeitlich mal ein bisschen Tempo reinhauen und dann ist das Let's Play auch nicht mehr so lang gestreckt, weil dieses Spiel, ihr habt es jetzt vielleicht schon mitbekommen, während ich spiele, hat eine ziemlich blöde Encounter Rate. Also, das war bei den ersten Spielen sowieso immer der Fall. Alle drei Schritte kommt ein Gegner. Wie mal schauen, ich habe Level 3. Sollte mich mal eigentlich heilen. Hier war es übrigens noch nicht möglich, einfach mal so alle zu heilen. Und schon war die MP weg. Was auch nochmal ein Vorteil ist, fällt mir gerade ein gegenüber der Origins-Version. Die Origins-Version hat die ursprüngliche Magietabelle übernommen. Das heißt, man hatte keine MP, sondern man hatte nur Magiepunkte, einzelne Punkte, wie oft man den Zauber einsetzen konnte. Das heißt, es kann sein, dass man eben dann nur 5-mal Vita einsetzen konnte am Anfang und das war's. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einmal übernachte, dann hat sie ja jetzt schon 31 MP, dann kann ich mich ja zu Vita totheilen. Deswegen war die Origins-Version insgesamt auch schwerer. Das werde ich vielleicht auch nochmal trotzdem irgendwann machen, aber ich denke mal jetzt so zum Einstieg, zum sanften, begleitenden Einstieg, ist halt die GBA-Version doch um einiges besser. Es kann aber natürlich sein, also für den dritten Teil muss ich sowieso die DS-Version spielen, die es aber auf Steam ja gibt, weil ich keinen umgebauten DS habe. So, und ich verspreche, dass wir mit Level 4 sofort weitergehen.
da die Kämpfe jetzt sowieso relativ einfach sind. Das Problem ist halt nur, dass die Kämpfe oben beim Chaos-Tempel recht schwer werden. Besonders im Chaos-Tempel. So, nee, hier hat es glaube ich auch noch nicht funktioniert, dass ich Magie auf alle wirken kann. Also einzeln angreifen. Kann mal kurz zeigen, wie es ausschaut, wenn ich schneller mache. Ich muss nur mal aufpassen, dass Scraps mir dabei nicht abkackt. Das wäre sehr, sehr doof. Aber das geht ja. Und ich denke, das ist auch verzeihbar, wenn ich das zwischendurch mache. Das hätte ich eigentlich auch schon bei Holy Magic Century damals machen können, weil das war echt langgezogen durch die Kämpfe. Und so schaut es dann aus. Es geht wunderbar schnell. Jetzt muss ich doch mal schauen, wie viel die noch brauchen. 25 Erfahrungspunkte. Das kriegen wir noch hin. Das Einzige, wo ich eben drauf verzichte, zu beschleunigen, ist auf der Weltkarte oder wenn ich in Dungeons unterwegs bin. Das kann zwar auch ein bisschen langgezogen wirken, aber die Kämpfe sind jetzt, sage ich mal, nicht immer das grundlegend Spannendste. Ich werde halt bei neuen Gegnern oder wenn viele Gegner auftauchen und ich sowieso einen Flächenzauber oder so wirke, dann werde ich natürlich nicht beschleunigen, weil da ist es auch nicht nötig. Und ich will ja immerhin noch etwas vom Spiel zeigen. So, jetzt einfach mal draufkloppen. Oh Mann, der Schwarzmagier ist echt schwach. Gleich haben wir es, Leute. So schnell geht es. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich keine Trainingseinheiten offscreen machen müssen. Das werde ich dann alles so erledigen. Und ich hoffe immer noch, dass Fraps es packt, weil ich habe noch nicht kontrollieren können, ob er da einwandfrei aufnimmt. Jawohl, Stärke nochmal gestiegen, Stärke nochmal gestiegen. Ja gut, momentan mit dem Hammer braucht Diana schon ein bisschen mehr Stärke. Und jetzt werde ich übernachten und dann machen wir uns auf in den Chaos-Tempel. Ja, eine Übernachtung. Also für diejenigen, die sich denken, oh, ich brauche mal jetzt eine leichte Abwechslung und fangen wir mit den ersten Final Fantasy Teilen an, dann kann ich nur abraten, weil die ersten Final Fantasy Teile waren noch insgesamt schwerer. Auch diese Zusatzdungeons, die sie hier in der GBA-Version eingefügt haben, sind nicht einfach. Ich habe mich mal einmal dran versucht und bin kläglich gescheitert, obwohl ich dachte, hey, ich habe schon voll den hohen Level, das schaffe ich locker. Nein. Ich kann euch auch mal zeigen, hier, gleich nach diesem Kamm. So. Altar der Erde. So, und da versperrt uns eine Statue den Weg. Ein bestialischer Verwesungsgeruch steigt von der Erde auf. Bläh. Dies ist der Altar der Erde. Früher konnte man noch tiefer hinein, aber seitdem die Erde anfing zu faulen, nicht mehr. Down. So, jetzt dürften hier nämlich auch schon wieder neue Gegner auftauchen. Oder auch nicht. Aber jetzt, bevor ich den Tempel betrete, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Skeletons, aber die tauchen auch drin auf. Da könnte ich jetzt zum Beispiel Dialux oder Vita gegen die wirken. Das würde den schaden, logischerweise. Ich meine, die sind untot und heilig Glück gegen untot. Aber so stark sind die zum Glück noch nicht. Da habe ich hier im Chaos-Tempel drinne mehr Probleme bei den Gegnern. Bei bestimmten Gegnern. Ich meine, die gehen ja jetzt noch. Achso, die Hitzahl. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, die Hitzahl heißt, so viele Treffer lande ich oder so viele Schläge hintereinander so viele Schläge hintereinander setze ich zu,
Und jetzt habe ich eigentlich ein kleines Problem, weil die sind nämlich etwas stärker. Ah, gut. Und gut, dass er auf den Krieger gegangen ist, weil der hat bisher die beste Rüstung. Und es steigert sich halt mit jedem Level, beziehungsweise mit fast jedem Level. Und die Trefferrate, die es natürlich gibt, die ist davon natürlich auch abhängig. Und jetzt nervt das langsam ein bisschen. Ich darf nicht zu viel meine MP verballern. Die brauche ich nachher noch für meinen Endgegner. Für meinen Endgegner, das ist meiner ganz allein. Aber bevor wir zu Garland gehen, mache ich dann noch einen Aufnahmestopp, damit die Spannung erhalten bleibt. Haut zu, Leute, haut zu! Ich bin eigentlich schon verhältnismäßig stark. Wenn ich jetzt noch zaubern würde mit so, dann wäre es natürlich besser. Mir ist lieber, er hat halt... Oh, schon wieder ein Level up. Er ist der Vorteil in so einer großen Gegnerkonstellation. P, Agilität... Schnelligkeit ist für einen Weißmagier nie verkehrt. Also ich versuche jetzt erst nochmal alle vier Ecken von dem Chaos-Tempel zu erkunden. Ah, was mir dabei gerade einfällt. Also bei dem Gegner, bei dem Kampf jetzt hier. In diesem Spiel und auch in dem danach gibt es Punkte, wo ständig Gegner auftauchen. Wenn ich über dieses Quadrat gehe, über dieses eine Feld, taucht grundsätzlich immer ein Gegner auf. Naja, Zombies sind doof. Ne, Zombies gehen sogar noch. Zombies gehen noch. Ich hätte mir aber trotzdem noch eine Phoenix-Feder vorher kaufen können, fällt mir gerade so ein. Das hätte ich machen können. Ja gut, aber ich bin fest der Überzeugung, dass ich es schaffe, hier nicht zu sterben. Keiner von uns. Ich muss mein Team durchbringen. Und das meinte ich mit dieser beschissenen Encounter Rate. Die ist echt etwas happig. Und der Ghoul ist ein bisschen doof, weil der kann mich paralysieren. Aber da nur einer aufgetaucht ist, ging es. So, Potion, das ist schon mal ganz nett. Zelt, das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt brauche. Das heißt, ich hätte von Anfang an nach unten links gehen müssen. Da weiß ich nämlich noch, was es gibt. Und ich sollte Tilo heilen. Bam, platt gemacht. So, Diana, los, Vita. Bling, geheilt. Bam. Ach was, ich mache Garland, glaube ich, auch noch. Für den ersten Part, den Chaos-Tempel durchzumachen, das geht schon in Ordnung. Lederhut! Und das kann, glaube ich, nicht mal jeder tragen. Es wäre sinnvoll, wenn das er... Doch, er kann es tragen. Ja, sehr schön. Ein Schwarzmagier mit den niedrigsten Leben. Das wird, glaube ich, auch so bleiben. Ich bin ganz froh, dass am Anfang jetzt von Diana so gut die KP gestiegen sind. Ich muss nur mal schauen, ob wir die so platt bekommen. Komm schon, Tilo. Ja, das hast du gut gemacht. So, da ist er. Aber ich muss mich vorher heilen. Ich bin ja nicht doof. Zumindest fast. Denn ich hätte es nämlich tatsächlich fast vergessen. So. Endlich ist meine Zeit gekommen. Wenn dem König etwas an dem Leben der Prinzessin liegt, wird er mir Cornelia mit all seinen Reichtümern überlassen müssen. Ausrufezeichen. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ah, ich verstehe. Ihr seid Handlanger des Königs. Ich hoffe, ihr wisst, mit wem ihr euch anzulegen gedenkt. Aber genug der langweiligen Worte. Mein Schwert soll an meiner Stadt sprechen. Dün, 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 dün. Angriff, Angriff und Protes. Bling. Und Blitz. Bam. 41 Schaden. Bam, 21 Schaden. Ja, das fängt doch schon mal relativ gut an. Dann noch meinen Schwarzmagier schützen. Und dann sind wir eigentlich auf der sicheren Seite.
So viel Leben dürfte er auch gar nicht insgesamt haben. Aua! Ich hab Glück, dass er am Anfang nicht meine Magier angegriffen hat. Du lebst ja immer noch. Hau drauf und Norbis. Ja, die Krieger des Lichts haben gewonnen. So soll's sein. Und es gibt nur 32 Erfahrungspunkte. Ist das nicht ein bisschen lame? Stärke! Stärke! Gar nichts, juhu. Ja, Schnelligkeit und Intelligenz. Hallo, Prinzessin. Nicht schlafen. Wachen Sie auf. No, ich habe gerade so schön geschlafen. Ausrufezeichen. Was ist nur passiert? Seid ihr meine treuen Retter? Ich bin Sela, Prinzessin von Cornelia. Bitte begleitet mich zum Schloss. Mein Vater wird euch danken und sich erkenntlich zeigen. Jo, machen wir. Damit man nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss. Nie habe ich an eurem Mut und an eurer Tatkraft gezweifelt. Ich und mein gesamtes Königreich sind euch zu Dank verpflichtet. Nun besteht kein Zweifel mehr, dass ihr die Kämpfer des Lichtes aus Lukans Prophezeiung seid. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Auf dem nördlichen Kontinent gibt es einen Kristall, dessen Glanz erloschen ist, so sagt man. Stellt den Glanz des Kristalls wieder her. Es ist die einzige Möglichkeit, das Böse auf ewig zu verbannen. Wie versprochen ist der Bau der neuen Brücke bereits angeordnet. Geht nun und erfüllt diese Welt wieder mit Licht, meine tapferen Kämpfer. Wir haben es geschafft! Und der König bewegt sich jetzt einzig nicht, aber die Prinzessin zappelt rum und der groovt. Diese Laute ist seit Generationen im Besitz der königlichen Familie. Garland hat sie bei meiner Entführung entwendet. Sie soll euch gehören. Jawoll, jetzt machen wir Musik unterwegs. Laute erhalten. Vielen Dank, Prinzessin. Und wir machen jetzt hier einen Aufnahmestopp. Und ich hoffe, der erste Part hat euch schon mal gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.